Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja. Sag mir, was du weißt, und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Peter von Daube hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Ich bringe lieber... Kannst du mir mit... Selbstverständlich. Ich will ein Mann. Es ist noch kein Mann. Ich... Ich brauche... Weißt du? Ja. Aber bedenk, jeder hängt... Peter von da... Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Er wird von Pferden gevierteilt. Eine harte Strafe, aber gerecht für seine Vergehen. Frost Herald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Er landet auf dem Scheiterhaufen. Nach dem zu urteilen, was du erzählt hast, ergibt das Sinn. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Also, wie sieht der Plan aus? Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer, die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Das wird interessant. Und wie mache ich es stumpf?
Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Das sollte genügen. Es kommt selten vor. Aber ist der Henker unerfahren und das Feuer nicht fachgerecht vorbereitet, könnte er Probleme haben, es zu entfachen. Niemand starrt gern stundenlang auf einen Haufen Holz. Aber wie sorge ich dafür, dass das Holz nicht gut brennt? Das könnte schwierig werden, auch wenn ich es ungern zugebe. Dieser Henker ist kein Anfänger. Er wird das Holz zuerst mit Öl übergießen. Was, wenn ich das Öl vertausche oder es mit Wasser vermenge? Das könnte klappen. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Womöglich bewahrt er das Ölfass in seinem Lager auf. Was, wenn ich das Holz vertausche? Nein, er wird es erst kurz vor dem Anzünden mit Öl übergießen. Das sollte genügen. Nichts ist schlimmer, als dafür lahme oder kranke Gäule zu haben. Egal, wie sehr der Henker sich anstrengt, solche Tiere haben nicht die Kraft, einen Menschen zu zerreißen. Er wird bloß ordentlich gestreckt, mehr nicht. Und was soll ich tun? Er merkt, wenn ich die Pferde vertausche. Gute Frage. Ein erfahrener, reicher Henker wie er wird starke und gesunde Tiere haben. Ich könnte sie einfach stehlen. Nein, dann würde er sich andere leihen oder die Hinrichtung verschieben. Ich könnte sie vergiften. Vergiften? Das könntest du? Würde sie das nicht umbringen? Ich mische nur eine kleine Menge in ihr Futter. Genug, um sie zu schwächen. Nun, wenn dir das gelänge, könnte es klappen. Die Pferde werden in seinem Lager sein. Das sollte genügen. Danke.
Ja! Nichts zu suchen. Verschwinde! Gibt es ein Problem?
Warte hier auf mich. Bleib. Ja.
Ja. Ja. Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Was ist jetzt? Was? Sicherheit geht vor. Belästige mich nicht, Herrgott. Nichts kann so verdammt. Wenn's sein muss. Ah! Gut, dass ich dich... Jetzt darfst du hinein. Schön, dich zu sehen. Würdest du mich... Selbstverständlich. Ich möchte... Willst du nicht zuerst... Ich... Wohl.
Lass uns über den... Nun... Zufrieden? Mehr. Endlich eine vernünftige Summe. Ja. 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 Ich könnte einen Happen vertragen. Nein, sowas. Heilige Maria. Hast du was verloren? Thank you.
Ach, Mann, hab ich Hunger. Ha! Die werden ein Weilchen gar nichts mehr ziehen. Höchstens ein langes Gesicht. Bei Fußköter! So ist's. Warte, bleib. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich frage mich, was Theresa gerade tut.
Nein, sowas! Was war das denn? Was zur Hölle war das? Muss mich getäuscht haben. Wieso denn so viel?
Ja! Allmächtiger. Sprechen wir den Nun, was? Einverstanden? Es muss schon mehr. Weil du... Das ist zu wenig. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Ach Gott, tut mir der Magen weh. Yeah.
Na bitte, mit dieser Brühe wird er gar nichts anzünden. Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Thank you.
Ja. Ja. Ja.
Hier. Ja. Ja!
Warte hier auf. Bleib. Du hast das so gewollt. Heinrich, schön, dass du da bist. Du da, halt! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Ja, genug, genug! Hab ich dich, du Bastard! Was zum Teufel glaubst du, wer du bist? Du hast jemanden verletzt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Na schön. Also gut. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Beste Gesundheit.
Kannst du mich im... Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Ist das nicht... Mehr. Einverstanden. Kannst du mich... Ich möchte mal... Zuerst musst du... Ich... Möge Gott mit dir sein. Es hat... Selbstverständlich. Ich will ein... Es ist noch... Ich... Möge Gott mit dir sein. Nein, lass mich schlafen. Wie hübsch du bist, Liebster. Ich habe dir etwas mit... Ich habe dir etwas... Oh, Heinrich, ist das für mich? Mach mir lieber ein... Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Wollen wir blinde Kuh spielen? Du willst wirklich blinde Kuh spielen? Ich weiß, das spielen nur Kinder, aber ich mochte es immer und mit dir fühle ich mich dabei nicht albern. Also gut, warum nicht? Gut, dann folg mir. Hier in der Scheune sieht uns niemand. Schämst du dich? Es ist ein Spiel für Kinder. Natürlich bin ich beschämt. Na, Bursche? Wir spielen das auch. Lust auf eine kleine Wette fürs Rateille-Turnier? Verbinde mir die Augen. Pass doch, Liebe macht blind. Frecher Bursche. Dieses Spiel wirst du niemals gewinnen. Ich habe bessere Ohren als eine Fledermaus. Ich bin so leise wie eine Katze, du findest mich nie. Wir werden sehen. Aber wenn du die Scheune verlässt, hast du verloren. Komm her. Komm schon, dreh mich im Kreis. Worauf wartest du noch? 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wie ging es gleich noch weiter? Ich habe keinen Schimmer. Los, versteck dich. Ha, hab dich. Hier. Er sieht wie eine Henne aus. Vielleicht legt er ja ein Ei. Was war das? Du etwa?
Wo steckst du? Hab ich dich, oder nicht? Du bist wirklich leise. Warum konnte ich dich nicht hören? Oh nein, meine Wäsche liegt zum Trocknen draußen. Wir müssen sie schnell hineinbringen. Du kannst sie zum Trocknen neben den Ofen legen. Nein, dann stinkt alles nach Rauch. Wir legen sie aufs Holz. Es ist alles klitschnass. Du hast doch keine Angst vor Gewittern, oder? Jetzt nicht mehr. Sollten wir die Wäsche nicht ausbreiten? Heinrich, entspann dich. Unser Abend zu zweit. Ah, ja. Ich muss dir noch danken, weil du mir mit der Wäsche geholfen hast. Bei dem Sturm hätte sie sonst wohl landen können. Oh, du hast mir genug gedankt. Aber nächstes Mal suchen wir woanders Schutz. Stroh gelangt an Stellen, wo es nicht sein sollte und juckt dann wie verrückt. Heinrich, du Esel. Süßholzgeraspel scheint nicht dein Steckenpferd zu sein. Und was meinst du überhaupt mit nächstes Mal? Mich beschleicht das Gefühl, du hast etwas mit uns beiden vor. Wie siehst du das mit uns? Ich? Wenn du dich mal nicht wie ein Tumbaner aufführst, verbringe ich gerne Zeit mit dir. Du schimpfst mich einen tumben Narren? Ja, jetzt zum Beispiel bist du einer, weil du das ernst nimmst. Wie ich das mit uns sehe, nun ja, meine Antwort darauf ist dich. Ich mag dich sehr gern. Und du hast mich in Scarlet's gerettet. Du mich auch. Wir sind also quitt. Und ja, wir werden zusammen sein. Als Paar. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir heiraten.
nicht wahr? Du bist ja ganz schön stürmisch. So macht man das aber nicht. Du hast recht. Ich würde ja bei deinem Vater um deine Hand anhalten, aber... Vater? Ja. Er würde dich verjagen. Jetzt bräuchtest du Onkel Pescheks Segen. Bei ihm hätte ich wohl auch nicht mehr Glück. Außer er könnte daraus Kapital schlagen. Und meine Mitgift wäre ein Sack Mehl. Ernsthaft, Heinrich. Wie stellst du dir das vor als Ehemann? Ich kenne dich doch. Du hältst es nie lange irgendwo aus. Ich habe viele Pflichten, aber... Na, Bursche? Ich mag dich wirklich sehr, Wette, weißt du? Fürs Rataya-Turnier? Und eines Tages... Ich weiß, Dummerchen. Du weißt es noch zu früh. Treffen können wir uns allerdings. Und gern haben auch. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ich habe etwas. Den magst du am liebsten, nicht wahr? Oh, in der Tat. Hab Dank. Wollen wir irgendwo spazieren? Bei dem Wetter? Ich hab was... Heinrich! Was die Turnier... Freut mich, das zu... Eine schöne... Dann viel Glück! Der Herr sei gepriesen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen.
Du musst warten, bis Herr Hanusch in ein paar Tagen das nächste Turnier ausruft. Komm dann und ich schreibe dich gerne ein. Ich würde gerne bis zum Beginn des Turniers... Natürlich. Mach's gut. Ja. Fuß. Warte hier. Gleich. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Was ist das?
Ja! Yeah. Ja. 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 Hey, ist da jemand? Wer ist da?
mir. Ja.
schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln umher. Laut Gesetz muss jeder bei Nacht ein Licht tragen. Ja. Ja. Heilige Maria! Was ist los, Junge? Musst du kacken? Warte hier auf. Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Komm schon. Hey, wer ist da? Was war das? Sich mir eingebildet haben. Ha,
Damit könnte er nicht einmal ein Huhn köpfen.
Ergib dich! Du hast das Gesetz missachtet. Aufhören! Hab ich dich endlich. Jetzt bekommst du, was du verdienst. Keine Spielchen. Ich weiß über deine Angriffe Bescheid. Deine Opfer erinnern sich gut an dich. Von deinen anderen Verbrechen ganz zu schweigen. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Na schön, das reicht. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich stehe im Dienste des Herrn von Ratai. Das solltest du berücksichtigen. Ah, ich wusste das nicht. Verzeih mir, geh deiner Wege. Gott segne dich. Ich möchte am Groß... Du musst warten, bis er hat... Möge Gott über dich wachen. Ja. Ja. Thank you.
Ja! Wegen der Hinrichtungen. Ist alles erledigt? Können die Hinrichtungen jetzt stattfinden? Ja. Nun müssen wir nur noch die Vorstellung genießen. Kannst du mir mit... Selbstverständlich. Gott sei mit dir, Junge. Ich möchte am Grund... Du musst... Dann viel Glück. Ja. Thank you.
Ja. Grüß dich, werter Ritter. Lust auf ein oder zwei Spielchen? Bessere gewinnen. Für den Anfang nicht schlecht. Aber jetzt wird's was. Das war's für mich. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Sei nicht so ein Feigling. Mal sehen. Aber jetzt wird's was. Heilige Scheiße. Ach, halb so wild, würde ich sagen. Jetzt du. Mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Aber jetzt wird's was. Ich glaub's nicht. Für den Anfang nicht schlecht. Bin fertig.
Du schreckst vor nichts zurück, was? Das war's. Mal sehen. Kein Glück heute. Du schreckst vor nichts zurück, was? Du schreckst vor nichts zurück, was? Ach, komm schon, lass mich wieder würfeln. Du schreckst vor nichts zurück, was? Das war's. Ich hörte, du würfelst. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Vorbei. Mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Du bist.
Am Würfeln ist noch keiner gestorben, weißt du? Aber jetzt wird's was. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Aber jetzt wird's was. Fertig. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Heilige Scheiße. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ach, halb so wild, würde ich sagen. Heute läuft es wirklich rund. Ich hoffe, das hört jetzt auf. Verdammt! Alles Gute. Bauchweh, was? Das ist übel.